Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 betreten die Gefährten ungehindert die Türme des Mondaufgangs, wo Dringil ein großes Wagnis eingeht. Los geht's! Eine Goblinhöhle am Wegesrand des Gebirgspasses fesselt die Aufmerksamkeit der Helden. Und sie wollen nachschauen, ob die Gobos da drinnen auch mit der Absoluten im Bunde sind oder ob's unabhängige, noch, naja, sagen wir mal, selbstdenkende Goblins sind. Und wenn es Agenten der Absoluten sind, dann kann man vielleicht etwas über deren Umtriebe hier im Gebiet erfahren. Schauen wir mal. Geht mal da rein. Ja, wir wagen uns weiter, natürlich. Wir gelangen durch die Höhle in ein kleines, abgeschiedenes Tal. Oder was ist das hier? Ah, nein. Wir kommen da an, wo wir schon mal gewesen sind. Das ist das Goblinlager, genau. Das war dieser eine Übergang. Den hätten wir also auch nehmen können. Schau an. Das war mir gar nicht mehr geläufig. Hier oben, wenn wir da lang gegangen wären, also hier geht's nach Baldur's Tor, die Brücke ist aber zerstört. Wenn wir hier lang gegangen wären, wären wir an der Brücke rausgekommen. Und hier hinten, dass es da noch einen Übergang gibt, den habe ich völlig vergessen. Dann ist natürlich die Anmoderation viel zu dramatisch gewesen, denn das hier kennen die Helden. Wobei, war das nicht verschüttet am Anfang? Stimmt, hier standen doch so Hacken und so. Ich glaube, der Weg ist erst seit kurzem frei. Ich glaube, Will oder Gale hatte sich hier mal umgeschaut. Interessant. Aber nichts für uns. Wir wollen hier nicht sein. Deswegen schwuppdiwupp und zurück. So. Dann hier also nichts zu tun einstweilen. Ich kann meine Fragen beantworten mit ja, das waren alles absoluten Goblins, aber die haben ja schon vor einiger Zeit eine nach dem anderen heimlich ausgeschaltet. Wer hat hier eigentlich so eine Karre hingetan und einen Eimer? With haste. Das ist kein gutes Lager. Da kann man von oben alles ausspionieren und dir nachts einen Pfeil zwischen die Rippen setzen. Das Lager ist nicht gut gewählt. Na gut, da haben wir Esther schon wissen, was sie tut. Also, mit dem südlichen Ende des Gebirgspasses sind wir durch. Hier hinten, da geht es auch nicht weiter. Ne? Aber hier, da gibt es noch einen Weg und ich glaube, hier ist auch irgendwas. Also bleiben wir mal hier auf dieser Straße und gehen einfach weiter und gucken mal, wo sie eigentlich hinführt. Wir können ja hier mal schauen. North, Rosy Morn Monastery. West, Moonrise Towers. South, Joaquin's Rest. Also es geht irgendwie zu den Türmen des Mondaufgangs. Wobei, das war ja Westen. Das war ja der Pass Richtung Schattenverfluchte Lande. Das heißt, hier nach Norden haben wir gar kein richtiges Ziel mehr. Gar kein Ziel des Weges. Ein Tunnel geht, Yankee. Ah ja, hier ist die Straße ja auch völlig blockiert. Aha. Das hier war die Stelle, wo die Untoten die Helden angegriffen hatten. So, da kann man augenscheinlich nicht hin. Ich verlasse mich jetzt mal total auf die Karte. Da ist nämlich Ende im Gelände. Mir war es, als wäre hier noch irgendwas gewesen. Aber im Augenblick sieht das so aus, als hätten wir wirklich schon alles. Ich dachte, ich kann ja noch episodenweise weitermachen, aber offenbar habe ich mich getäuscht. Wenn ich mir die Karte anschaue, dann entdecke ich nichts mehr. Wir müssen also tatsächlich in den schattenverfluchten Landen wieder weitermachen. Aber da ich euch jetzt hier nicht zu sehr aufhalten will mit einer Karte, die vielleicht doch schon abgearbeitet ist, gucken wir mal gerade gemeinsam hier an diese eingestürzte Brücke. Broken. Need to find another way. Ja.
Sieht man hier die Türme des Motoraufgangs? Die sieht man gar nicht. Wow, da ist das schattenverfluchte Land. Uiuiui. Was ist das eigentlich Schönes? Da kommen wir an. Ach, das ist ja hier schon der Übergang. Genau, das kann man gar nicht begehen, hier diese Treppe. Und da unten geht es halt irgendwie weiter. Das ist der Weg, den die Helden dann automatisch nehmen, da hinten um die Ecke. Ich verstehe. Kann man irgendwelche Türme sehen im Hintergrund? Nee, dazu ist es zu dunkel. Da ist ein bisschen ein höheres Gebirge, aber das will nicht viel heißen. Gut, dann machen wir Folgendes mit der Episode. Ich schaue noch mal ganz kurz off-cam hier durch die Lande, ob wir noch irgendwas offen haben in diesem Gebirgspass. Falls das nicht so ist, dann geht es im schattenverfluchten Land im Video weiter. Und falls ich ja noch irgendwas finde, dann nehme ich euch gleich mit dazu. Ihr seht's, wir sind zurück in Reitwind. Das heißt, am Gebirgspass habe ich nichts mehr gefunden, nur noch einige Kleinigkeiten aufgelesen und verkauft. Und jetzt sind die Helden wieder hier am Hauptplatz von Reitwin und hier den ganzen südlichen Bereich Richtung Türme des Mondaufgangs hatten wir ja ausgespart bisher. Wir hatten schon mal gesehen, dass dort ja, Wächter der Absoluten stehen, die möglicherweise auch selbst infiziert sind. Und darum gucken wir mal nach, ob das so ist oder ob ich mir das nur eingebildet habe. Aber drin geführt, nicht Schattenherz. Da liegen noch einige Gebeine, die ununtersucht sind. What's inside? Ein alter Knochen. Siehst du? Maximal ein Dolch. Ja. Should mind my step. Ja. Nicht nur jetzt, immer. Okay, also da ist Licht. Das haben nicht wir angemacht. Und wenn wir näher kommen, werden sich die Türme des Mondaufgangs bedrohlich hier herausschälen. Und dort sollen wir ja einige Tieflinge retten. Und nicht nur das. Wegpunkt entdeckt. Wo denn? Ach da, guck. Wir können ja für Beleuchtung sorgen. Nur faules Zeug. Waren wir hier auf der Seite schon? Ne, da waren wir auch noch gar nicht. Lass uns mal da runter gehen. Das hier ist die Brennerei. Genau, hier sind wir mal hochgelaufen, aber hier runter. Und dann links rum. Das ist doch neu. Ja, genau. Das ist nicht nur kurios, das ist auch erwähnenswert. Ein nächster Geheimversteck-Alarm in den schattenverfluchten Landen da im Süden. Dringil wird von Karlach auf einen Erdhaufen hingewiesen. Und darin, naja, ein Ockergalatschleim. Das ist nicht so schlecht. Der Rest ist für Alchemie. Und wir unterqueren jetzt die Brücke, über die wir drüber müssten, um die Türme zu erreichen. Und da drüben sind wir dann ja schon wieder im Bereich des Zollhauses. Diesen Bereich kennen wir aber schon, meine ich, genau. Also hier würden die Helden dann kehrt machen. Beziehungsweise mal schauen, ob man da irgendwo lang kann. Das sieht aber alles sehr zerstört und schwierig aus. Wie sie da hinkommen sollen, wissen die Helden nicht. Also werden wir einfach mal unsere Roben raffen. Und mal durch das Tor spazieren. Der Turm wird bewacht. Dringi findet keinen anderen Zugang. Also können wir auch mal ganz offiziell anklopfen. Normalerweise wäre Dringil ja der versucht, durch die Hintertür zu gehen, aber
Das ist hier wohl nicht möglich. Er hat keine Hintertür gefunden. Na dann. Achso, hier haben wir noch was auseinanderzunehmen. Ja. Das wird wie üblich zu nichts führen. Immer so ein bisschen Altglas. So, also. Hier werden die Schatten jetzt weniger dicht oder noch dichter? Hm, werden wir gleich sehen. Eigentlich müssen sie weniger dicht werden, weil der Schattenfluch ist eigentlich nicht so im Sinne der Absoluten. Und da hinten brennt Licht. Und so wie das Licht aussieht, sind das alles gefangene Pixies. Ja, das ist die gleiche Art von Licht. Also droht uns da drin wahrscheinlich erstmal nichts. Aber wir können die auch nicht freilassen. Hier wäre die drinne wohl lang gegangen. Am Ende des Tages. Wenn sie ihren Weg geschafft hätte. Und da werden wir auch schon erwartet. Da sind welche. Also, was sehen denn die Helden beim Näherkommen? Sie sehen eine berobte Gestalt, die sich für etwas Besseres hält. Glaubt, hätte einen höheren Rang, aber muss trotzdem draußen vor dem Tor stehen und Wache schieben. Na. Da widerspricht die Art der Aufgabe der Art der Kleidung. Aber ganz eindeutig absoluten Zeichen. Ist in einem Mondschild durch die Pixie-Lichter. Nebendran ein bewaffneter Zelot. Oh, der kann bestimmt ein bisschen was. Weiter hinten entdecken die Helden auch noch irgendwelche Bewegungen. Aber sagen wir mal so, das können sie nicht gut sehen. Irgendwelche Humanoiden, dass das Ghoule sind, habe ich halt noch nicht gesehen. Den auch nicht. Weil dadurch das Licht so sehr blendet. Kann man hier rein? Ach, da kann man rein. Ach, guck. Gar nicht. Na dann. That's far enough. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, Trousseau? Die haben es immer noch nicht geschafft, eine Beschreibung von Dringil und seiner Rebellengruppe rundgehen zu lassen in ihren Rängen. Er scheint Dringil und seine Begleitung für wahre Seelen zu handeln. Na gut, das ist der Haupteingang für die ganzen Einheiten der Absoluten hier in der Gegend. Zelot Malik heißt er. Ah, ihr seid wie ich gesegnet. Ja, von wegen, wenn du wüsstest. Was gibt es Neues? Wahre Seele. Nehmen wir mal Option 2. Das könnte ich ebenso fragen. Warum hat jemand von unserem Rang Wachdienst? Who better to suss out his like? You'll find Zrael in the audience chamber, Trousseau. She'll be wanting to hear from you. Let's hope this Zrael likes what we have to say. Mhm. Also. Die Antwort, warum die wahre Seele Wachdienst schiebt, ist, weil wer könnte seinesgleichen besser erkennen? Das ist natürlich ein Argument. Und die Adeptin, die offenbar keine wahre Seele ist, sagt, ihr findet Zetrell im Audienzgemach. Sie erwartet euren Bericht bereits. Du weißt doch gar nicht, wer wir sind. Du kannst es doch gar nicht erwartet haben. Wieso erwartet die unseren Bericht? Also wenn das meine Wachen wären als Bösewicht. Oh, ich würde aber die Ränge durchkämmen und sagen, nee, Freunde, so geht das nicht. Meine Güte. Na gut, in ihrem Namen. Praise the Absolute. Also die glauben, das wäre ja alles richtig, was wir tun. Da hätten wir eine Tür, aber das würden sie sehen, wenn wir das öffnen. Fänden sie vielleicht komisch. Und jetzt sehen die Helden auch etwas besser, dass das hier tatsächlich Ghule sind, die hier lang schleichen. Sind die etwa auch mit Augenmaden
versehen. We are favored. We are blessed. Yeah, yeah. I'm sure you are. The blessed will conquer all. Mhm. Also, großartige Zimperlichkeiten. Vorurteil oder gar Rassismus kann man der absolut nicht vorwerfen, wenn es darum geht, irgendwelche Lakaien zu rekrutieren. Da ist jeder gut genug. Die haben tatsächlich Ghule in ihren Reihen. Das ist ja mal eine interessante Entdeckung. So. Was haben wir denn hier? Ach, da oben könnte man rum, wenn man oben auf diesen ganzen Gerüsten wäre. Also da oben. Na gut, da kommen wir jetzt natürlich nicht hin. Drin gehört irgendwelches Gemurmel, aber ich denke mal, das können wir nicht wirklich hören hinter der Burgmauer. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Zwei Ghule im Zwiegespräch. Beschweren sich über irgendwas. Trinke kann es immer noch nicht glauben, dass man solche Leichenfresser hier rekrutiert hat. Serve her. All will serve her. Alle werden ihr dienen. Hm. Wenn du wüsstest, wer sie ist. Ja, aber gut. Wir werden erstmal nicht auffliegen. Wir könnten jetzt hier über die Wurzeln nach oben klettern. Ist das sinnvoll? Also der Weg geht da hinten aber weiter. Könnt ihr einfach rüberhüpfen? Ja. Weiter unten wird auch noch patrouilliert. Da ist eine Art, ja, was ist das? Eine Anlegestelle tatsächlich da. Da können Schiffe anlegen und Dinge transportieren. Mhm. Das ist alles organisierter und größer als gedacht. Und hier haben wir eine Tür, die offenbar auch dazu da ist, benutzt zu werden. Hier ist Licht an, hier ist dieser Mondschild. Wir können übrigens bei Schattenherz dann mal die Laterne ausschalten. Wir haben ja hier offenbar überall, was wir brauchen. So. Speichern. Also gehen wir doch mal durch ein Nebentürchen. All's well that ends. Not as bad as it could have. Okay, was ist denn da drin los? Da sind... Was sind das für welche? Gnolle. Offenbar auch irgendwie unterworfen. Da ist jemand namens Linsella. Eine, was ist das, eine Zwergin? Wahre Seher der Absoluten. Mondschild. Was bist du denn, Halbling? Aha. 35 Kilo. Ja, die Knolle sind so unterworfen, dass sie nicht mal nach den getrockneten Würsten schnappen. Naja, wir werden mal mit denen reden. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the secret of the absolute. Der Traumbesucher ist hibbelig. Ja, sag mal hallo. A moment, true soul. You use a spoon to stir the soup, Barnabas. Forget the axe, my darling. Now, how can I help you? Hm, die ist wohl hier dafür zuständig, irgendwen zu zivilisieren.
Ich habe noch nie einen zahmen Gnoll gesehen. Soft and sweet as pudding, isn't he? He no longer remembers his life in the wild. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. Mhm. Ja, puddingweich sind sie und Wachs in ihren Händen. Das hat mir die Absolute geschenkt, als ich vor ihr stand. Du standst also vor der Absoluten, alles klar, wenn du wüsstest. Ich kann das Leben ihrer Getreuen neu erfinden, ihnen einreden, dass sie etwas Besseres sind. Ihr habt die Absolute tatsächlich gesehen? I have. It is one thing to hear her voice. Quite another to feel the power she can grant. Observe. Barnabas, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Sie prahlt und protzt mit ihren Kräften, die ihr die Absolute verliehen hat, und will, dass Barnabas natürlich irgendwas tut. Tanz ist natürlich, ja, ist aber lächerlich. Denke, wir werden über sie erfahren, wie sie so drauf ist. Deswegen soll sie mal entscheiden. The prayer, I think. Barnabas struggles with civilized speech, but he's been practicing. You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. Jetzt können wir hier einen Unfall fingieren. Warum nicht? Wobei Weisheit natürlich nicht Dringiels Schokoladenseite ist. Achso, wir können mal kurz schauen. Hat die was? Nee, hat sie nicht. Okay. Also, wir versuchen mal ein bisschen den Dingen einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Weisheit, ihre Kontrolle ein für allemal zunichte machen. Aber das ist schwer. Das wird nicht gelingen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nein. They battle silently for a long moment, the Gnoll's heart drumming with strain. Then all at once, his heart stops. Oh, Barnabas. I'm so sorry, my darling. He isn't the first to die. Her love is simply too much for some. I hope you will fare better when your time comes. Mhm. Also, dieser Geisteskräftekampf endete damit, dass das Herz des Gnolls stehen blieb, was sie mit Krokodilstränen betrauert. Es sind schon andere gestorben. Ihre Liebe ist manchmal einfach zu stark. Ich hoffe, euch ergeht es besser, wenn eure Zeit gekommen ist. Wie kann ich die Absolute treffen? Please, Zrell. And you will be called to ascend to the tower top. Many have gone before you. Though not all have returned. Mhm. An der Turmspitze kann man mit der Absoluten sprechen. Don't waste it. Ja, ja, ja. Und Zrell ist die Schlüsselperson. Barnabas. Man hat ihm ein Halsband umgelegt und ein Hyänenohr dann natürlich auch dabei. Sie, als sie gerade nicht hinschaut, nämlich jetzt, schwuppdiwupp, steckt Rinkel das mal ein, weil das Halsband ist aus Silber, also man spart hier nicht.
Was ist mit den anderen? Tomelia. Die knurrt nur. Wird bei dir auch nicht anders sein, ha? Timothy. Ja, der kichert. Er hat den aber lustige Namen gegeben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen gezähmten Gnoll Timothy zu nennen. So. Das hat also als Stehlen gewertet, was hier zu machen wäre in dieser Burgküche oder Turmküche. Very well. Aber gibt es auch sonst nichts, was irgendwie noch untersuchenswert wäre? Was ist denn das hier? Oh, Speiseraum offensichtlich. Was ist das für ein widerliches Zeug? Die Kit. Oh, hier gibt es einen silbernen Tortenständer. Oh. Na, das machen wir gleich. Also, wenn Drinki das Silberregal entdeckt hat und das unbewacht ist. Blechtasse, nee, das will er nicht haben. Messer ist alles kein Silber. Wir nehmen nur Silber. Und zwar das Gute, 800er, ne? Aber hier was Silbernes bestimmt. Oh, Silbertabletten, meine Güte. Drinki sammelt ja schon seit Beginn seiner Abenteuer hier an einem Silberschatz, den ich euch irgendwann mal in Baldur's Tor präsentieren werde. Dazu haben wir jetzt ein paar neue Bestandteile. Gut, die Weinkaraffe brauchen wir nicht. Nein, die Teller auch nicht. Also, es ist ein seltsames Bankett hier. Das Bild hängt auch schief, das stört drin hier. Kann man das theoretisch gerade rücken? Er kann es nur so drehen. Nee. Kann man nicht. Eieieiei. Was bist denn du für ein Auge? Schön, dass ich weiß, dass du ja auch rumschwirrst. Bleib nicht im Schleim hängen. Und geh einfach durch die Tür. So, was ist das für ein Schleim, den die Helden entdeckt haben? Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Von den Dachsparren tropft eine Art Schleim herunter. Und das beunruhigt auch niemanden. Stell dir vor, du arbeitest in einem großen Konzern, dessen Hauptzentrale ein hohes Haus ist, vielleicht sogar ein Hochhaus. Und oben ist die Vorstandsetage. Und aus genau diesen Etagen tropft so langsam eine Art Schleim herunter, bis ins Erdgeschoss, wo du arbeitest. Es könnte dir zu denken geben, es muss aber nicht. So, wer ist denn das hier? Die macht irgendwelche Forschung. Das könnte interessant sein. Ein Blick geworfen. Ist es eine Drow oder was ist das für eine? Es ist eine Drow, tatsächlich. Hier erfahren wir vielleicht was Wichtiges. Ugh, the reaction failed. Perhaps I can pawn it off as a luck potion. Drinki wirft mal einen Blick auf ihre Unterlagen. Zum Beispiel das Buch Blutkrieg. Wenn es auf den Existenzebenen je einen Konflikt gab, einen Konflikt, der angeschwollen ist, als sei er voller Eiter, der geplatzt ist, nur um zu vernarben und zu verkümmern und niemals zu verheilen, nur um erneut anzuschwellen und sich zu ergießen, einen nie enden wollenden Jahrmarkt der Schmerzen und des Elends, dann ist der Blutkrieg dieser Konflikt. Das ist eine sehr blumige Umschreibung gewesen. Er tobte und tobt noch immer, wenn man ehrlich ist, zwischen den Dämonen des Abgrunds und den Unholden der neuen Höllen. Listenreiche Jugolots mögen die eine Seite gegen die andere ausspielen. Doch der Konflikt würde auch ohne ihr Zutun wieder anschwellen und platzen und anschwellen. Das Kämpfen liegt in der Natur beider Seiten. Ja. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. So, was hat sie denn hier? Pack der Engelspause ist interessant. Aber wir stehlen im Moment nichts. Jetzt schauen wir hier mal ihr über die Schulter.
das Buch, wie heißt das nochmal? Waffenüberzüge oder so, keine Ahnung. Eine Gruppe von Abenteurern kam mit ernsten Gesichtern zu mir und ersuchte mein alchemistisches Wissen, um zwischen verschiedenen Waffenbeschichtungen zu unterscheiden. Sie bezeichneten sich selbst als Jäger. Da ich Mitleid mit diesen wohlmeinenden Einfallspinseln hatte, erklärte ich denen, dieser Teil der Seite ist unrettbar zerstört. Am Rand hat jemand die folgende nachdenkliche Notiz geschrieben. Gifte vergiften das Ziel und bewirken manchmal zusätzlich einen bestimmten Zustand. Toxine bewirken Schaden über einen längeren Zeitraum. Öle bewirken Zustände und können Kreaturen Schaden zufügen, die gegen Gifte und Toxine immun sind. Ist Alchemie nicht zweifelsfrei, denkt an das Gesetz der Drei. Dreimal den Quirl im Kreis geführt, schon ist eine Elster klein gerührt. Das ist aber nicht der Originalreim. Das hat sich gut angefühlt. Dieser bescheuerte Reim ging mir echt auf die Nerven. In den vorherigen Kapiteln lasse ich ihn unverändert. Aber ab jetzt werde ich mich ein bisschen damit austoben. Die experimentiert mit Waffenüberzügen, möglicherweise. So, was machst du? Du bist eine Alchemistin, die mit Giften experimentiert. Araj O'Blodra, Trader in all things occult. A very great pleasure to meet you, true soul. Should you be interested, I have a particular offer I'd like to make. Mhm. Also, sie stellt sich vor als Alchemistin und Händlerin des Okkulten. Das ist sehr interessant. Das wollten wir uns doch gleich mal anschauen. Falls ihr interessiert seid, hätte ich ein besonderes Angebot für euch. Jetzt gucken wir aber erstmal, was sie überhaupt anbietet. Also, mal ein bisschen sortiert. Diadem der Jagd. Die Jägerinnen in den unwirtlichen Wäldern von Toriel halten sich alle an eine wichtige Regel. Die Beute muss schnell getötet werden. Doch dabei geht es nicht ums Leiden, sondern um Geräusche und die Bedeutung ihrer Abwesenheit. Was? Okay, seltsam. Auge des Jägers erhält einen Bonus von 1d4 auf Angriffswürfe gegen Kreaturen, die mit Zeichen des Jägers, zielsicherer Schlag, Feenfeuer und lenkendes Geschoss markiert sind. Ah, ist interessant. Das wäre natürlich was für Dringil als Fernkämpfer, aber dann müsste irgendein anderer ihm dieses Zeichen setzen. Außerdem ist Dringils Kopfplatz schon gut besetzt mit dem verformten Stirnband der Intelligenz. Das hat uns schon gute Dienste erwiesen. Sag mal hier, Hut der Sturmnachfahren macht. Zwei Siegel leuchten weiß, wo der Hut deine Schläfen berührt. Etwas Fernes und Furchterregendes wird hier angezapft. Gibt donnernde Sinnesschärfe. Wenn der Träger Schallschaden bewirkt, erhält er arkane Sinnesschärfe. Gut, das brauchen wir nicht. Robe der exquisiten Konzentration. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungsschwierigkeitsgrad. Diese Robe gehört einst einem der Lehrmeister des großen Magiers Tensor. Als er noch an der Universität studierte und jung und experimentierfreudig war, probierte Tensor immer wieder Zauber an dieser Robe aus, was manchmal zu einer wundervollen arkanen Entdeckung führte und manchmal Taschen in Dachse verwandelte. Was? Seltsam. Donnerhautumhang. Der ist aber schon relativ zerschlissen. Durch eine der Lücken erhaschst du einen Blick auf eine riesige schwarze Gewitterwolke, die von violetten Blitzen und Regenfäden durchzogen ist. Gibt Echo der Benommenheit. Wenn eine Kreatur mit Widerhall Schaden beim Träger bewirkt, das ist alles so Mönchskram, glaube ich, muss die Kreatur einen Konstitutionsrettungswurf bestehen oder sie wird benommen. Das brauchen wir nicht. Das hier ist interessant. Das ist total schick, wie Dringel findet. Ring der freien Aktion. Das klingt schon mal vielversprechend. Der Edelstein auf diesem Ring scheint innerhalb seiner Facetten zu fließen. Doch er besteht nicht aus Quecksilber. Unbeirrt, du ignorierst die Effekte von schwierigem Gelände und kannst nicht festgesetzt oder gelähmt werden. Oh, das ist gut. Das würde Dringel gerne haben wollen. Ring des Risikos. Das Leben ist nur eine Reihe von Risiken, die wir blind eingehen. Riskanter Angriff. Du bist bei Angriffswürfen im Vorteil und bei Rettungswürfen im Nachteil. Ist auch nicht schlecht. Ähm,
Solange Dringil unentdeckt ist, ist das genau sein Ring. Wenn er natürlich mit irgendwas traktiert wird, dann haben wir ein Problem. Aber meistens ist Dringil ja gar nicht dran, weil seine Gegner schon tot sind, beziehungsweise Karlach und die anderen Gefährten irgendwie die Akro auf sich ziehen, allen voran Will. Und dann wäre das natürlich toll. Da im, also das wollen wir auch haben, klar. Hier, was haben wir das hier? Stiefel der Arkanstärkung. Die Schnüre dieser Stiefel knistern vor Verzauberungsmagie. Beim Spurten erhält der Träger 2 Züge lang Arkaner Schirmangriff. Das interessiert uns nicht. Die beiden Ringe sind schön. Was haben wir dann noch? Unsichtbarkeit. Ja, der Rest ist halt normaler Kram. Trank der Gasform. Naja, was ist das hier? An der Latsch. Die Ziegenfleisch. Aha. Ein Stück Ziegenfleisch über dem Lagerfeuer gegrillt und mit Kräutern vom Wegrand gewürzt. So, dann haben wir hier Purpurwurmgift, Schlangenzahntoxin. Und einige Farben. Blassrosa, Blutpflaume, dunkler Flieder, milde Frucht, rosa und blattgrün und schwarz und sommergrün. Eine Rauchpulverpumpe hätte ich auch gerne. Ich überlege noch, ob ich die Dimensionstür mir auch anschaffe. Ja. Dimensionstür ist ein Zauber. Wenn die Gegner ihn machen, dann hasse ich ihn. Wenn ich ihn selber machen kann, finde ich ihn toll. So, weiter geht's. Alchemika. Naja, das kostet ja eigentlich auch nicht die Welt. Oder? Wenn sie uns ihre Vorräte verkauft, dann kann sie damit nichts Schlimmes mehr anstellen. Also kaufen wir das. Bücher haben wir nicht. Bei allem haben wir dann den Überblick. Ja, das hätte ich gern von ihr. Wir können ihr ein bisschen Plunder geben. Ein paar leere Flaschen, die kann sie als Alchemistin immer gebrauchen. Wasser. Gut, den silbernen Tortenständer, den behalten wir natürlich. Ja, das Barnabus-Halsband, da steht nicht Barnabus drauf. Das können wir ihr verkaufen. So. So machen wir das. Oh je, ist das alles wieder teuer. Jetzt, was hast du denn zu tun? Come back anytime. Ja, ja. Warte mal, willst du mit uns reden? Welcome back, true soul. Ja, hier, komm. Erzählt mir mehr über euer besonderes Angebot. But plainly, I'd like your blood. A vial of true soul's blood, specifically. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Mhm. Sie möchte das Blut einer wahren Seele und fragt Dringil, ob er denn so frei wäre, welches zu spenden. Mit nur einem Tropfen kann ich einen mächtigen Trank für euch brauen. Den Rest behalte ich. Na, Dringil hat kein gutes Gefühl dabei, wenn sein Blut in den Händen einer Drow-Magierin Schrägstrich-Alchemistin ist. Da er weiß, was die ihm dann für Flüche an den Hals hetzt. Das ist vielleicht Baldurs Tor gossen Aberglaube, aber Dringil weiß es ja nicht besser. Und was genau wollt ihr mit eurem Anteil anfangen? Research, naturally. We Abludras are simply curious by nature. Mm-hmm. You realize why the name rings familiar. House Abludra was purged a century ago by an alliance of rival drow houses. Among the many crimes tallied against them, their reckless experimentation with illithid breeding stock. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also, sie will damit experimentieren und forschen und gibt sich als Mitglied des Hauses Oblodra zu erkennen. Und dabei fällt Dringil was ein. Der kennt den Namen. Haus Oblodra wurde vor 100 Jahren von einem Bündnis rivalisierender Drow-Häuser vernichtet. Aus ihren vielen Verbrechen stach eines besonders hervor. Ihre rücksichtslosen Zuchtversuche mit Illithiden. Ah ja. Das ist interessant.
die wahren Seelen, die wir bisher getroffen haben, wussten nicht, dass sie Illithiden verseucht sind. Das ist denen nicht klar. Die denken, die Absolute hat ihnen irgendwelche Kräfte gegeben, dabei wurde ihnen eine Augenmade eingepflanzt. Und während dieser Prozedur waren sie so benommen, dass sie sich daran nicht erinnert haben. Wir hatten es einmal im zerstörten Heiligtum bei dieser einen Goblin-Anführerin. Da hatten wir ihre Erinnerung gesehen, aber wir hatten ihre Erinnerung gesehen. Sie selbst war sich ihrer Erinnerung nicht so wirklich bewusst. Sie hier scheint zu wissen, dass eine wahre Seele eigentlich Illithiden infiziert ist. Das ist ja hochinteressant. Die Frage ist, ist sie selbst auch infiziert? Dann könnte sie ja ihr eigenes Blut nehmen, ist ja kein großes Ding. Aber sie selbst scheint es nicht zu sein. Umso erstaunlicher, dass wenn sie es selbst nicht ist, dass sie weiß oder ahnt, dass andere es, dass die wahren Seelen es sind, zu denen sie nicht gehört. Der müssen wir auf den Zahn fühlen. Ihr wollt nicht das Blut einer wahren Seele, sondern Illithiden verseuchtes. Blessed by the absolute, but not blinded by it. Now I simply must study you. The beings you speak of have no use for gods, and yet here we stand in a church of their making. Unless they are not the makers, but simply the means, wouldn't that be a secret worth knowing? So let me adjust my offer. Your blood and your silence, in exchange for the potions I mention, and a tidy pile of gold besides. Okay, jetzt müssen wir nochmal durchlesen. Das wird jetzt ganz heikel. Also, wir konfrontieren Sie damit, dass das Blut einer wahren Seele Illithiden verseucht ist, und Sie antwortet, gesegnet in Anführungszeichen, von der Absoluten, aber nicht verblendet. Also sie erkennt, dass wir es auch wissen. Jetzt muss ich euch einfach studieren. Diese Wesen brauchen keine Götter. Und doch stehen wir hier in einer Kirche, die sie erschaffen haben. Diese Wesen, damit meint sie die wahren Seelen, oder? Wen meint sie da? Oder sie meint die Illithiden, das kann auch sein. Es ist nicht ganz klar, wen sie hier meint. Die Illithiden brauchen keine Götter und doch stehen wir hier in einer Kirche, die sie erschaffen haben. Ja, wahrscheinlich meint sie die Illithiden. Außer sie sind nicht die Schöpfer, sondern nur das Mittel zum Zweck. Wäre das nicht ein interessantes Geheimnis? Kannst du dich bitte ein bisschen klarer ausdrücken? Ich weiß nicht, wovon du redest. Subjekt, Prädikat, Objekt. Einfache Hauptsätze bitte. Und keine Umschreibungen und Andeutungen. Ich habe keine Ahnung, was die hier meint. Also, sie passt ihr Angebot an. Blut und Schweigen. Also wir sollen die Schnauze halten, dass wir wissen, dass, was sie weiß. Und wir bekommen jetzt Tränke im Plural. Sonst war von einem Trank die Rede, glaube ich. Hier einen mächtigen Trank. Jetzt redet sie schon von mehreren. Und als Beigabe einen hübschen Haufen Gold. Also sie will irgendwie was mit über die Illithiden rausbekommen. Das wollen wir auch. Wir wissen zweierlei. Wir wissen zum einen, dass die Augenmaden nicht normal funktionieren. Denn eine eingesetzte Augenmade zeremorphiert ihren Wirt nach eigenem Gutdünken. Zu einem Augenblick, wenn sie soweit ist. Und das ist eher früher als später der Fall. Die Augenmaden, die in die wahren Seelen implantiert werden, sind hingegen welche, die nur auf Befehl zeremorphieren. Und der Befehl wird in der Regel nicht gegeben, weil man ja Lakaien braucht. Und bei uns wurde der Befehl gegeben, weil wir hier gegen die Absolute arbeiten, aber der Zeremorphosenbefehl wird bei uns vom Artefakt abgeblockt. Das hat uns der Traumbesucher mal erzählt, dass das so sei. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber es klingt zumindest plausibel. Und dass diese Augenmaden, mit denen die Helden infiziert sind, dass die irgendwie anders sind als normale Augenmaden, das hat der Dinkel ja schon seit langer Zeit im Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt.
Jetzt könnten wir sie hier ans Messer liefern. Aber warum? Sie ist ja hier, sie ist keine Feindin. Zumindest nicht so wie die anderen. Sie wird nicht aus blindem Gehorsam oder Glauben angreifen. Sie würde nur angreifen aus ihrem persönlichen Vorteil heraus. Oder sich auf unsere Seite schlagen. Oder neutral bleiben. Was will sie denn für einen Trank brauen überhaupt? No idea. But it will be unique to you. Your blood essence and the Absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together, hmm? Ah, schwierige Entscheidung. Den geben wir das normalerweise nicht machen, weil so Blutmagie-Zeugs und so, das ist alles viel zu gefährlich. Damit möchte er nichts zu tun haben. Einerseits. Andererseits, wenn sie irgendwas noch erfährt, was sie uns sagen kann, was uns der Traumbesucher nicht erzählt, was uns Flakit nicht erzählt, was uns Zetrell oder wie sie heißt, nicht erzählen wird. Wenn wir über sie irgendein ein Puzzlestück herankommen, das uns vielleicht am Ende den Arsch rettet, weil wir irgendwas wissen, von dem keiner was weiß, dass wir es wissen, und die wird die Schnauze halten, da ist sie ganz sicher, die wird das nicht ausplaudern, dann kann uns das echt helfen. Und nur deswegen denke ich, wird Dringil dieses Risiko eingehen. Also hat sie schon eine zweite Augenbarde eingesetzt, um ein bisschen hier besser dazustehen, obwohl wir es bisher kaum gebraucht haben. Aber auch dieses Risiko würde hier Dringil eingehen. Aus den genannten Gründen. Also, sehr gut. Dann mal los. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. A little pain for a lot of gold. And there we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. And if I may, would you have a moment to discuss another more personal matter? Truth be told, I heard tell of your coming before you arrived. Ketherick's dogs prowl far and wide round the tower. I know you travel with a delightful nightwalker in your retinue. Please, I have a proposal for him. I will reward you both, handsomely. Mhm. Also, sie gibt uns irgendwelche Belohnungen, von der ich nicht weiß, was es ist, das werden wir gleich sehen. Dann sagt sie, dass sie schon gehört hat, dass wir hier durch die Gegend rumstromern. Von Ketherick's ja, Patrouillen und Informanten. Und sie weiß, dass wir mit einem entzückenden Nachtgeschöpf im Gefolge reisen. Und von dem möchte sie was. Sie hat einen Vorschlag für ihn. Damit kann man ja nur, kann sie ja nur Astarion meinen. Fragen wir mal, ihr arbeitet nicht für Khazad-dûr, oder? Das war der Vampir-Fürst von Astarion. That is not a name which has ever passed my lips. I am a friend to you. I wish to be a friend to him. Aha. Dieser Name ist mir nie über die Lippen gekommen. Das heißt nicht, dass du nicht für ihn arbeitest. Ich bin eure Freundin und ich will auch seine Freundin sein. Was ist das für ein Vorschlag? I will speak of it when he is here, not before. But it will be to your advantage. I promise. Aha. Also, dass sie jetzt eine Handlangerin von dem Vampirfürsten ist, ist ein bisschen weit hergeholt. Das letzte Mal, als wir mit einem Handlanger zu tun hatten, war das irgendwie ein Jäger, der nicht genau wusste, wo wir überhaupt sind. Jetzt hier jemanden in die Reihen der Absoluten einzuschleusen, der dann nur darauf wartet, dass wir hier zufälligerweise vorbeikommen. Boah, das ist möglich, aber das wäre schon 4D-Schach. Wir sagen mal verhalten ja. I must prepare myself for his arrival. Aha. Was auch immer du hier vorbereiten willst.
Naja, wenn sie hier irgendwelchen Unfug macht, dann werden wir sie einen Kopf kürzer machen und den geht's gut wieder an uns nehmen. Aber erstmal geschaut, was haben wir eigentlich bekommen. Achso, steht das hier irgendwo im Log? Wie viel Gold überhaupt? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel Gold ihr uns gegeben hat. Ach doch, habe ich, weil das bei Dringi liegt. 200 Gold. Naja. Karlach trägt 13k mit sich rum. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ja, hier. More interesting Elixier der halbelfischen Heilung hast du bekommen. Was ist denn das? Untersuchen. So sieht es aus. Sogar versiegelt. Bei Konsum gewinnen du und Verbündete in deiner Nähe Trefferpunkte in Höhe deines Konstitutionswerts zurück. Das ist 13, naja. Eines der Elixiere von Bluthändlerin Arai Oblodra. Aus einer spezifischen Blutqualität destilliert und mit Eigenschaften, die auf ein ebenso spezifisches Volk ausgerichtet sind. Ja. Also es ist ein Trank, den Drinki trinken kann. Und wenn man in der Nähe seiner Gefährten steht, dann kriegen alle 13 Trefferpunkte zurück. Das ist okay. Ja, okay, gut. Ja, wir machen hier Geschäfte, von denen ich nicht gewusst hätte, dass wir sie machen wollen. Aber mal schauen, wohin uns das führt. Wir haben da noch jemanden, den wir vielleicht mal fragen können. Der ist ja irgendwie, fühlt er sich nicht so ganz wohl. Und dann gucken wir uns dann natürlich weiter um hier in den Türmen des Mondaufgangs, die sehr groß sind. Wir haben ja kaum noch was gemacht. Und vielleicht... wir machen das folgendermaßen. Ich werde Offcam jetzt nach Abschluss der Episode zurück ins Lager gehen und dann werden wir mit Astarion im Schlepptau bei ihr hier aufschlagen und schauen, was sie von ihm will und was das ist. Das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!